Hallo YouTube, AdSense hier, Expo-Spoiler, CCG-Finale und vieles mehr jetzt in den Yugi-News. Viel Spaß dabei. Ja, seit gestern früh ist der Spoiler komplett mit Seltenheitsverteilung für Extreme Force, das neue Set, was heute Abend zum ersten Mal released wird, beziehungsweise heute New York sind die Mitternachtssneaks, möchte ich gleich mal Werbung machen für die Hall of Games, wer heute noch nichts vorhat, New York fängt es da an. Ich habe gehört, CCG soll komplett da sein, das ist so eine kleine Teambesprechung für ihr Finale morgen, auf der Dreamhack in Leipzig und davor, oh, Herr Kölsch ploppt auf. Was sagt er denn? Ja, Markus, Grüße an dich. Danke, dass du die Videos guckst. Ich habe ihm gerade geschrieben, dass ich mal wieder seine Facebook-Seite missbrauche, um euch was über den Spoiler zu erzählen. Und da hat er jetzt gerade geantwortet. Und wir haben uns ein bisschen unterhalten. Deswegen das Video jetzt erst. Wo war ich? Ja, nee, ich war bei dem Hall of Games Mitternachtssneak heute. Der Victor, der René Brand, hat sich jetzt auch angekündigt in seinem Kanal-Update. Also heute Abend volle Bude. Ich werde nach dem Video gleich mal vorbeikommen, noch ein paar Bestellungen für euch abgeben. Dann treffe ich mich aber erstmal mit ein paar Leuten in der Stadt und dann werde ich so ab 23 Uhr nochmal so eine halbe Stunde vorbeigucken, jedem Hallo sagen. Aber mitspielen werde ich nicht, weil ich dann noch mit meinen Leuten was unternehmen möchte. Ich habe jetzt 2 Tage mal ein bisschen frei und die Woche war auch sehr entspannt und ich sage euch eins, der Content, der so in der letzten Woche gekommen ist, so mit den 2 doch etwas ernsteren Themen, der ist erstmal jetzt nicht mehr vorhanden. Jetzt kommen wieder ein paar coole Themen. Ich habe die nächsten paar Videos so ein paar Gäste eingeladen, die mit mir ein Video drehen wollen. Seid gespannt auf die. Am Sonntag soll das erste schon kommen und am nächsten Freitag das zweite. Das wird sicher ganz cool, da freue ich mich mit den Jungs mal wieder ein bisschen was zu drehen. Aber nun zum Extreme Force Spoiler. Und da haben wir jetzt 8 Secret Rares wie immer. Und die Magnites sind, glaube ich, nicht so interessant, da müssen wir nicht drüber reden. Der Inspector Border ist eine richtig coole Antimeta-Karte, 2000er Beatstick, 4 Sterne Licht. Glaube ich, Fee oder Maschine auch noch, egal, aber lässt sich viel damit machen. Und der Effekt war auch ganz cool, wenn ich ihn jetzt ganz im Kopf habe, ich habe mich gestern damit ein bisschen beschäftigt. Wenn der liegt, können irgendwie keine Monster-Effekte aktiviert werden. Ihr wisst es wahrscheinlich viel besser als ich. Denn der Skydread ist so ein 4er Link, glaube ich, der irgendwie 4 Karten ziehen lässt und eine davon darfst du behalten, die anderen gehen wieder ins Deck. Irgendwie so, der ist ganz cool. Hey Trunade ist so ein Cover von der Riesendrunade. Hat Potenzial. Und natürlich die beste Karte im Set, so wie ich es jetzt gesehen habe, ist der Heavy Metal for Electromite. Auf die anderen muss ich, glaube ich, jetzt nicht eingehen. Was dieses mystische Beast Master Cerberus ist, weiß ich gerade nicht. Sind das diese neuen? Naja, nee, mystische Beast, war da irgendwas Cooles? Ach, ist mir, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, mystische Beasts sind hier drin. Ich glaube, zum ersten Mal. Xcode Talker, ja. Und was wollte ich euch noch zeigen? Ach, Isolde, ja, es ist so, aus dem Link Friends Pack kommen hier die ersten Sachen zu uns. Jo. Und die Altergeist-Sachen bekommen Support und sollen jetzt recht gut sein. Naja, könnt ihr euch sicher noch oder habt euch bestimmt schon intensiver beschäftigt damit, als ich es jetzt gerade wirklich tue. Was war noch so drinne? Schaut es euch einfach an auf der Silvercards Facebook-Seite oder halt auf der Homepage. Oder es gibt auch genug andere Foren und Seiten, die den Spoiler schon euch gezeigt haben bestimmt. Die Woche war cool. Ich war zwar Montag, Dienstag ein bisschen angeschlagen, ein bisschen krank. Aber ich habe die Woche nicht mal 40 Stunden gearbeitet. Zum Teil, weil ich krank war. Montag, Dienstag nur jeweils 6 Stunden. Dann Mittwoch, Donnerstag ein bisschen mehr. Aber heute, glaube ich, nur 4 Stunden, weil gerade kaum Bestellungen reinkommen. Was auch mal sehr entspannt ist nach den letzten 3 Wochen, dass ich mal ein bisschen ruhiger war. Alle, die heute bis 14.15 Uhr bestellt haben, ging heute alles raus. Und ja, übelst gute Laune gerade, dass ich halt mit keinem Restarbeits ins Wochenende gehen kann. Oh, heute Abend mache ich mir einen Bund mit den Jungs. Morgen bin ich auf einer Familienfeier in Jena. Und Sonntag werden dann wieder ein paar Videos gedreht. Genau das kann ich euch noch sagen. Ich kam die Woche aber durch halb krank, halb so nicht viel Bock auf Arbeiten. Nicht dazu, alle anderen Unboxings vorzubereiten, die ich eigentlich schaffen wollte. 2 habe ich geschafft, aber ich komme am Wochenende eh nicht dazu, die durchzudrehen, glaube ich. Also morgen auf jeden Fall nicht. Ob ich es Sonntag, Mittag, Nachmittag schaffe, weiß ich noch nicht. Kommt auf meinen Zustand an, wie es mir geht und wie ich Bock habe. Ansonsten tut mir leid,
Drei wollte ich schaffen, zwei sind vorbereitet. Vielleicht schaffe ich wenigstens die zwei. Der dritte, das ist wieder so ein Paket aus Österreich. Der muss sich leider ein bisschen noch gedulden. Das kommt dann erst in 2 Wochen mit den anderen zwei, die gestern angekommen sind. Also ohne Unterbrechung gibt es wahrscheinlich bis Ende Februar immer noch andere Unboxings für euch zum Gucken. Da habt ihr mir ja die Woche wieder ordentlich geholfen. Bei dem ersten eher weniger. Bei dem zweiten muss ich mich, glaube ich, wieder entschuldigen, dass ich das Naturia Beast aus Dual Terminal mit 3 Euro eingerechnet habe. Aber es geht eigentlich 40. Das habe ich echt nicht erwartet, weil, hä? Ja gut, vielleicht, weil Dual Terminal ist selten, aber spielt doch kaum einer. Und ach, ja, schade über mein Haupt. Wer es gesehen hat, in dem letzten anderen Unboxing habe ich die weißen Karten hier vorgestellt. Da hat mir jetzt der Spieler gesagt, ja Jens, lass dich nicht täuschen, das sind nicht irgendwelche Fehldrucks oder so. Der hat einfach aus Duel Saga Holos genommen und dann die Bilder abgerubbt. Und beim näheren Hinsehen, seht ihr das? Kriegt das meine Kamera hin? Ja, da seht ihr so vielleicht leicht, dass da wirklich was abgerubbt ist. Das habe ich beim ersten Mal hingucken gar nicht gesehen, weil ich nur oben so ein bisschen angeguckt habe. Auf jeden Fall, die kann ich wegwerfen. Das ist Müll, das ist nichts zum Sammeln. Das ist einfach, naja, doof, dass ich das als was Tolles ausgeben wollte. Aber gut, konnte ich nicht wissen. Er hat mich berichtigt. Und die zweite Sache, die ich euch auf jeden Fall noch sagen wollte, ich habe immer noch die. Der Gewinner, den ich angeschrieben habe und auch unter seinen Kommentar geschrieben habe, hat sich nicht bei mir gemeldet. Ich bin am Überlegen, ob ich die neu verlose. Heute noch nicht. Falls ihr den Gewinner noch irgendwie erreichen könnt, dass der mit mir ein bisschen Kontakt aufnimmt, ich würde es ihm gerne geben. Aber wenn ich keine Adresse von ihm habe, geht das leider nicht. Ja, ansonsten wird das dann demnächst, vielleicht nächsten Freitag, nochmal verlost. Irgendwie, weil bei mir liegt es ja rum. Ihr könnt damit sicher mehr anfangen. Genau, und der zweite Punkt, den ich heute noch anstechen wollte, ist CCG. Mittlerweile heißt sie Sports. Ich weiß es noch nicht. Sie haben sich umgenannt zum Jahreswechsel. Das ist peinlich, dass ich das gerade nicht weiß. Aber die haben halt immer noch ihre CCG Homepage. Ich gucke da mal, ob sie mittlerweile hier den Namen verändert haben. Cards Sports League oder so. CSL, kann das sein? Also ich sehe es hier noch nicht. Ansonsten berichtigt mich ruhig mal, wenn das anders sieht. Auf jeden Fall, die Cards Sports League, ich nenne sie jetzt einfach mal so, organisiert morgen auf der Dreamhack in Leipzig das CCG-Finale von den ganzen CCG, CTS, die im letzten Jahr waren. Und alle Sieger aus den Ländern dürfen dann da morgen kostenlos teilnehmen, haben auch, glaube ich, kostenlos Travel dahin und Verpflegung. Ja, und aus Deutschland ist es letztes Jahr dann Max geworden. Hier Max, der die Livestreams hier auf dem Channel macht. Da wünsche ich ihm auf jeden Fall viel, viel Glück, dass er es morgen rockt. Und ich glaube, er hat sich die letzten 3 Wochen intensiv dafür vorbereitet. Der wird das schon irgendwie machen. Und ja, Hashtag Team Arzniens oder Hashtag Max ist der Beste. Der macht das morgen, glaube ich schon. Und Konkurrenz kommt aus Italien mit Marco Perossa, auch 11 Punkte. Aus Irland Ryan Sheelan. Benelux macht der CCGler Raphael Neven. Genau, Niederlande kommt daher, glaube ich. Spanien Klepp Trubikoi, kenne ich nicht wirklich. Aus den Nordics Ludwig Rahm, wie im letzten Jahr, glaube ich auch schon. Boah, die haben ja einige Turniere da oben gehabt. Der hat 19 Punkte. Beziehungsweise der hat auch, glaube ich, die ganzen Major Tour Stops gemacht. Aus Frankreich gab es im letzten Jahr gar kein CCG-Turnier. Das ist sehr schade. War anscheinend nicht so toll. Und Sega, das sind wahrscheinlich hier, wo Alex Neck und so immer rumhaust. Da ist André Farkas der Sieger. Also 2, 4, 6, 7 Leute. Ich bin mal gespannt, ob sie noch einen 8. einschleusen irgendwie. Einen Pseudo-Franzosen oder so. Weil ansonsten geht das ganze Turniersystem, glaube ich, nicht auf. So wie ich das verstanden habe, die Vorrunden wollen die in der Lobby spielen vom Hotel und die Finalrunden werden dann gestreamt, wo der Robin Bachofner mit dem René Brain das über Twitch kommentiert. Da verlinke ich euch das morgen auch noch, wenn ich es zeitlich schaffe, auf meiner Facebook-Seite, damit ihr schön Twitch gucken könnt und mal gucken könnt, was da so die Top-Leute aus Europa von CCG leisten. Genug euch informiert. Nächste Woche, wie gesagt, auch das Jubiläumsturnier in der Hall of Games. Da könnt ihr gerne auch mit dabei sein. Und nachher die Mitternacht-Sneak dort auch. Das müsste mir langsam mal Geld geben für die ganze Werbung. So ein Mist hier. Naja gut, mache ich doch gerne. Aber das war's von meiner Stelle aus. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen informieren. Viel Spaß auf das Sneak, viel Glück bei euren Puls. Und jo, dann sehen wir uns
am Sonntag, kurz zum Montag. Bis dahin, macht's gut, euer Jens.